Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Wir haben uns heute wieder versammelt, um den letzten Abschnitt des 10. Zeitalters zu besprechen. Und wer wir sind? Wir sind natürlich wieder der Raphael. Hallo Raphael. Hallo zusammen. Und natürlich ist der David auch wieder dabei. Hallo David. Hallo, auch von mir. Unser neuestes Mitglied konnte leider kurzfristig nicht, aber wir grüßen hiermit. Hallo. Und wir hoffen, dass du das nächste Mal wieder da bist. Einmal aussetzen ist erlaubt, danach geht's nicht mehr. Genau. Gut, bevor wir mit dem Karma-Corteon anfangen, gibt's da was Neues? Letztes Mal habt ihr an nichts geschrieben. Seid ihr inzwischen fleißig wieder dabei, für DSA was zu schreiben? Also ich für meinen Teil ja, momentan, recht kurzfristig. Ich schreibe gerade an einem Abenteuer, was Teil einer Anthologie sein wird, gemeinsam mit dem René. Und ja, wir sind dran und freuen uns drauf. Ich bin tatsächlich noch in der Pause, aber ich habe heute ein Buch bekommen, an dem ich vor ein paar Monaten mitgeschrieben habe. Das ist das Dossier der Erleuchteten. Das ist ein Ingame-Band, wo es um, grob gesagt, um Geheimgesellschaften geht, die aventurienweit unterwegs sind. Und die sind beschrieben aus Sicht von aventurischen Menschen und anderen aventurischen Wesen. Und genau, das werde ich jetzt nochmal als Leser lesen, das Buch. Und genau, bin ansonsten aber noch ohne Schreibthemen im Moment, aber gehe davon aus, dass sich das im Winter wieder ändern wird. Ja gut, das Winter ist nicht mehr lang hin. Es wird schon ziemlich kalt. Gut, dann wollen wir mal in die Geschichte 2099 bis 2000 vor Bosporas Fall einsteigen. Nur noch eine kurze Frage. Ich erinnere mich, das Pyrdakor ist nicht mehr. Könnt ihr da nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung machen, was wir zum Schluss passiert hatten und wie der aktuelle Stand von Aventurien ist? Ja, wir erinnern uns, es gab diesen großen kontinentweiten Konflikt, in dem Pyrdakor und seine Anhänger gekämpft haben gegen Pharmelor und andere Abgesandte der Götter. Und es wird beschrieben, das war eben ein apokalyptischer Kampf. Der Himmel wurde verdunkelt und die Meere wurden zum Kochen gebracht. Große Städte, Bauwerke und auch Kulturzeugnisse, Aufzeichnungen sind verbrannt. Unschätzbare Bibliotheken dem Feuer zum Opfer gefallen. Und genau, Pyrdakor kommt, zumindest Pyrdakors Leib kommt zum Ende in diesem Kampf. Sein Karfunkel wird allerdings geborgen. Und wir wissen ja, der Karfunkel ist die Seele, die Essenz eines Drachen. Das heißt, ein Stück von Pyrdakor existiert noch, aber seine Macht ist gebrochen. Er hat keinen Körper mehr und er hat auch keinen Einfluss mehr. Und auch unzählige seiner Anhänger haben den Tod gefunden. Und dieser Konflikt hat den ganzen Kontinent ein weiteres Mal verheert. Man kann buchstäblich sagen, Aventurien liegt in Trümmern. Auch viele der im Zeitalter herrschenden oder einflussreichen Völker haben großen Schaden erlitten. Die Hochelfen sind verschwunden, existieren gar nicht mehr. Das große Echsenreich ist zerschlagen. Und auch die Trolle zum Beispiel, die bis ins Flachland gesiedelt haben, haben sich jetzt eben wieder zurückgezogen in die Gebirge, sind so ein Stück in die Isolation gegangen. Und genau, dafür sind andere Völker stärker in den Vordergrund getreten, unter anderem die Zwerge. Die haben sich zwar aus diesem großen Kampf ein Stück weit herausgehalten, sind aber untereinander stärker zerstritten, sind in diese verschiedenen Zwergenvölker zerfallen, wie wir sie in der aventurischen Gegenwart kennen. Und genau, so ist alles gerade mal wieder in Trümmern, könnte man sagen. Okay, dann sprechen wir doch mal über das Exische Reich oder die Splitter davon. So viel Reich ist ja nicht mehr nach dem Ende. Da ist ordentlich gewütet worden. Es heißt hier, 9 von 10 Drachen aus Pyrdakors Gefolge sind tot.
als ich das gelesen habe, ich überlegt, Mist, wer hat denn doch gleich überlebt? Aber dann ist es mir auch wieder eingefallen, weil den kennen wir heute auch noch. Shir Zach hat als einziger überlebt und sitzt ja auch heute noch oben im ewigen Eis. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er einfach überlebt hat, weil er so unwirtlich da oben in der Region ist. Da hat dann auch keiner mehr nachgesetzt, um sich nochmal um ihn zu kümmern. Aber so gesehen, ja, das ist der auch heute noch lebende letzte direkte Nachfahre von Pyrdakor. Ja, wir hatten ein paar sehr dominante Rassen gehabt, Leviathanim und Skrechim, die eine große Rolle in Pyrdakors Gefolge gespielt haben, sind nahezu ausgelöscht. Ein paar Überlebende, die es gibt, kriegen sich jetzt gegenseitig. Und auch die anderen exischen Dienervölker, Achats, Marus, Krakonia, ja, denen ist einfach die Elite verloren gegangen, die sind alle gestorben und deswegen sinken sie langsam in dem, ja, Bedeutungslosigkeit ist ein hartes Wort, aber aus dieser Hochkultur werden sie zu Stammesvölkern in der Wildnis. Genau. Das ist erstmal der Status quo, was übrig geblieben ist von dem, was Pyrdakor denn da so lange aufgebaut oder protegiert hatte. Ja. Mhm. So gut, wir haben ja eine recht große Gruppe noch von Achats und auch einige andere Echsenrassen flüchten ja in die Echsensümpfe und sie gründen dort ein neues Königreich. Das Chiskir oder so und die Hauptstadt Tselem, was später ja noch als Selem bekannt werden wird. Und dort ist es so, dass sich ja die Leviathaner sich an die Spitze des Königreichs setzen und eine Herrscherklasse entwickeln und ja, die Achats dann nur noch einfache Untergebene sind. Und sie greifen die Kemi-Städte an und 2024 wird die letzte Kemi-Stadt vernichtet, was zu einem vorläufigen Ende der Kemi-Kultur führt. Kann einer nochmal ganz kurz in zwei Sätzen sagen, was die Kemi waren? Oder wer? Ja, die Kemi sind ein menschliches Volk aus Südaventurien, das in der Zeit das Gebiet besiedelt hat, der Sylanischen Halbinsel, also der südliche Zipfel des Kontinents, so ein Stück weit, fast bis hin zu Brabak und eben im Osten bis Sylla, südlich von Al-Anfa, vom späteren Al-Anfa. Und diese Kemi-Völker sind verschiedene Kulturen, auch so ein bisschen so eine Völker gemischt, die sind eigentlich entstanden aus entflohenen Sklaven der Echsenvölker ursprünglich mal, haben auch viele von deren Sitten und religiösen Bräuchen ursprünglich übernommen und sind dann aber auch selbst dazu übergegangen, ja, Sklaverei einzuführen, auch andere menschliche Völker zu versklaven und sind für eine Zeit, in der Pyrdakors Herrschaftsanspruch im Süden nicht ganz so stark ist, auch eine regionale Macht gewesen. Allerdings nur so lange, bis sie es dann auch auf die Spitze getrieben haben und zu weit vorgedrungen sind, ihre Nachbarn zu sehr erbost haben und dann selber wieder das Opfer von Eroberern geworden sind. Und in dieser Phase um das Jahr 2000 vor Bosporans Fall ist es eben so, dass die letzte organisierte, ja, Herrschaftskultur, letzte Kemi-Königreich erst einmal, ja, also die Hauptstadt wird erobert und das heißt eben, dieses Reich zerbricht. Es gibt zwar noch Kemi, aber die haben keinen größeren Herrschaftsverbund mehr, sondern es sind einzelne Versprengte und erst Jahrhunderte später wird wieder ein neues Kemi-Reich entstehen, als diese Versprengten sich wieder zusammentun und dann ja eine Machtlücke ihrer Nachbarn ausnutzen, um selbst wieder ein neues Reich zu begründen. Mhm. Was ganz interessant hier in dem Kontext auch ist, ist der Glaubenswandel der Achats, den man sich da mit anschauen sollte. Denn durch diese hohen Niederlagen hat sich die Glaubenswelt der Achats sehr geändert. Und wenn man nämlich auch heute in Aventurien spielt, wundert man sich vielleicht mal so ein bisschen, also ich zumindest habe mich immer gewundert, wie können denn die mal eine Hochkultur gewesen sein, wenn sie immer ihre Götter fürchten? Und da fehlt mir doch irgendwie die Zuversicht und die von den göttlicher Macht ausgestatteten Eliten oder Priester. Das ist tatsächlich erst hier eingesetzt. Ne? Also tatsächlich, vorher war das ja üblich, dass die Achats ein ganz normales Verhältnis zu ihren Göttern hatten. Jetzt glauben sie, oh mein Gott, es war unser Fehler. Die Götter haben uns gestraft. Deswegen gehen wir hier so unter und deswegen werden sie jetzt zu einer Kultur, die ja eben die Götter Opfer dargibt, damit sie bitte verschonen. Ja, also diese heutige Achats-Weltsicht ist eigentlich erst 3000 Jahre alt, wie wir sie, diese Göttersicht, wie wir sie kennen. Hm. Gut, dann habe ich gehört, dass einige Echsen auch ins Orkland gereist sind.
Habe ich das richtig gelesen? Genau, da sieht man auch wieder, denke ich, wie groß diese Umwälzungen waren, diese Zerstörungen, dass eben die Überlebenden in ganz entlegene Regionen geflüchtet sind, um dort Schutz zu suchen oder eben auch einfach einen Landstrich, der noch nicht so verwüstet war. Und nun ist es so, dass die Achas und überhaupt die geschuppten Völker ja eigentlich auf sehr urlaubstaugliche Temperaturen angewiesen sind, es gerne schön warm haben und auch gerne feucht. Und mit dem Orkland aber in eine Region gelangt sind, wo ja sehr schneereiche Winter durchaus auch an der Tagesordnung sind. Das bedeutet, dieser Stamm, dieses Volk muss sich anpassen an die Bedingungen dort. Und das gelingt auch. Gelingt auch dadurch, dass die Echsen dort sich von ihren alten Göttern abwenden und Zar, wie auch immer die Echsen das mit einer gespaltenen Zunge aussprechen, zuwenden. Und das heißt in der Historia, dass die Göttin dann eben ihren neuen Anhängern die Fähigkeit schenkt, trotz ihrer Beschaffenheit auch in der Kälte überleben zu können, auch die Winter überleben zu können und sich eben an die Bedingungen dort anzupassen. Und dann entsteht eben auch im Bereich des Bodirflusses im Orkland, mitten im Orkland, eine kleine, aber doch beständige Echsenkultur, die für Jahrtausende besteht. Das heißt ja dann weiter, dass sie einen sehr wertvollen Besitz lange Zeit mit sich führten, eines von Satinavs Augen, das dann auf Umwegen im Orkenhort landet. Dieser ganze Passage mit den Echsen im Ortland und diesem Orkenhort-Part ist aus meiner Sicht ein durchaus gelungenes Retconning, wo man sich im Nachgang festgestellt hat, Mist, irgendjemand hat in diese Orkland-Kampagne reingeschrieben, dass da oben Echsen leben. Irgendwie ist da Satin aufs Auge hingekommen. Und ich glaube, das ist eine gute, eingefügte, nachträgliche Übersetzung, um zu sagen, naja, das ist halt damals schon so entstanden, finde ich zumindest eine vernünftige Vorgehensweise. Und kann ich gut mitleben. Was ist denn das, ein Satinav Auge? Es sind schwierige Fragen. Hätte vermutet, dass es auch ein schwarzes Auge ist, aber ich jetzt auch mal Hilfe suchen zu David, weiß es nicht ganz genau. Kriegen wir mal raus. Ja, ich bin auch gerade am Überlegen, weil das war nämlich auch mein erster Impuls zu sagen, das ist eine Variante des schwarzen Auges, mit der Zeit, es gibt ja die schwarzen Augen, die einen Blick an andere Orte ermöglichen, und es gibt auch die, mit denen man in der Zeit, also in die Vergangenheit schauen kann, und ich bin der Meinung, dass... Also das Satinavs Auge, genau das bezeichnete, hier habe ich es gefunden, ist ein schwarzes Auge, mit dem es möglich ist, je nach Sternkonstellation mehr oder weniger weit in die Vergangenheit zu blicken. Und dieses hier benannte war lange Zeit im Orkenhort, bis es vom Alkar Brasorak an sich gebracht wurde. Okay, dann können die Orks in die Vergangenheit gucken. Wer Eika kann es, und ich glaube, da kommen wir später noch. Also das dauert noch ein bisschen, weil das ist noch Handlung von einem Abenteuer, wo da ein bisschen was so passiert, aber das ist dann so in viel langer, langer Zeit später werden wir dann vielleicht nochmal drauf referenzieren. Ja, dann bin ich mal gespannt. Gut, wir haben noch den Purpurwurm Glowasil, der jetzt ein bedeutender Heerführer war von Bedagor, aber er flüchtet, als sein Heer in einer heftigen Schlacht aufgerieben wird. Und mehrere Jahrhunderte verbirgt er sich in einem einsamen Tal im Andamantenland und meidet jeden Kontakt mit Wesen, die ihn verraten könnten. Und er ist jetzt nur noch als Glowasil der Feigling bekannt. Ja, dann haben wir noch einen anderen Drachen, einen Wasserdrachen, Chababin, spricht man das so aus? Chababin. Ja, genau. Was macht der denn so? Der war ja kein Heerführer, der war ja ein Statthalter, ne? Ja, das wird jetzt dahingehend ganz spannend, weil das sind jetzt so Kreaturen, die später nochmal, also gar nicht so viel später, glaube ich, nochmal auftauchen werden. Genau, es war ein Statthalter von Pyrdakor, eigentlich gar kein Drache im eigentlichen Sinne, sondern ein Wesen, das von Charybta, das heißt aus einem Kaiserdrachen und einer Kreatur der siebten Sphäre erschaffen wurde. Der herrscht sehr lange über Chababin, also das heutige südliche Horasreich, ist in naher Zukunft, wie wir immer von ihm hören werden,
Und ja, das sind jetzt so die, sagen wir, die Gewinner oder die vorübergehenden Überbleibsel, die jetzt als, ich sag mal, Schrecken der Lande ein wenig herumlaufen. Also eigentlich ideale Heldenzeit jetzt, wenn man da spielen könnte, sind genügend Gegner, die sich würdig sind, aufgesucht zu werden. Ja. Gut. Dann haben wir noch die Skrechim. Was sind denn Skrechim und was machen die denn im Moment? Auch die, begegnen uns in der aventurischen Gegenwart noch wieder, aber ja, nicht mehr in so großer Zahl. Und wie auch immer man sie ausspricht, die waren im 10. Zeitalter auch eine der herrschenden Spezies, so eine Mischung aus Priestern und Zauberern. Die sind vom Oberkörper her menschenähnlich und vom Unterleib her schlangenähnlich und auch vom Kopf her. Und waren besonders befähigte Zauberkundige. Und genau wie auch die anderen Überlebenden aus Pödakors engerem Unterstützerkreis, suchen die sich Orte, wo sie einigermaßen ein sicheres Umfeld haben und beginnen eben auch dort eine neue eigene Herrschaft aufzubauen. Das heißt, die umliegenden Lebewesen zu versklaven oder auch ihre Zauberkräfte weiter auszubauen. Und auch da ist es so, dass bestimmte dieser Kretschim später nochmal eine Rolle spielen. Entweder in Form von Sagen und Legenden der Region, wie zum Beispiel die Dämonenschlange vom Sikram, oder als Wesen, die von einem berühmten aventurischen Helden der Vorzeit irgendwann mal erschlagen werden, wenn die ihre Heldentaten zusammenbekommen müssen. Und zum Teil eben auch in der Form, dass sie selbst oder ihre Hinterlassenschaften eben bis in die Gegenwart noch überlebt haben und Schaden anrichten oder Wirkung zeigen zumindest. Gut, dann kommen wir zu einem anderen Volk, das auch zersplittert und in Trümmern liegt. Was ist denn mit den Elfen? Wie geht's denen denn oder den Hochelfen? Genau, wir müssen erstmal differenzieren. Die Elfen liegen ja natürlich nicht in Splittern, weil sie ja immer heute ein strahlendes Volk sind. Aber die Hochelfen, die hat's nicht mehr so gut erwischt. Wir hatten ja schon vorletztes Mal gehabt, dass ihre großen elementaren Städte alle zerstört sind durch das Wirken des Namenlosen. Ja, ihr Reich liegt in Trümmern und was noch Hochelf war oder ist, hat sich in alle möglichen Himmelsrichtungen verstreut. Es gibt keine Einheit mehr. Einige bleiben die, ich sag mal, unbelehrbaren Elfen, die sich für überlegen halten gegenüber anderen Völkern. Sie kämpfen dann weiterhin gegen Kreaturen des Namenlosen, die ihre Städte vernichtet haben. Andere sehen aber ein, dass genau diese Arroganz vielleicht Teil dessen war, dass sie zum Untergang der Kultur gebracht hat. Und es gibt so eine Rückbesinnungstrend unter den Hochelfen. Schließlich wenden sich viele von ihnen ab und sagen, dieses hochelfische Magie, diese hochelfische Philosophie, die ist nicht mehr das Richtige für uns. Wir beginnen ein einfacheres Leben in Steppen, Auen und Wäldern. Die Waldelfen haben sich ja vorher schon davon getrennt und so entstehen jetzt eigentlich die Auelfen, Steppenelfen, was wir heute noch so kennen. Es gibt allerdings auch eine größere Gruppe, die sagt, so richtig ist das auch nicht. Also in den Auen oder Wäldern leben, das möchten wir nicht, sondern sie wollen sich aus der Welt räumen. Ich bin ja eigentlich ein bekennender Elfenfreund, aber bei einigen Sachen fällt es mir auch schwer, das mitzugehen. Also ja, sie wollen sich der Welt entträumen und treten durch das Salamandra den Weg zurück in ihre Lichtwelt an. Sie nennen sich die Sehnenden und die anderen Elfen nennen es halt schlicht den Zug der Sehnenden. Tschüss und auf Wiedersehen, viel Spaß in der Lichtwelt. Ja, es ist der erste Zug der Sehnenden, der heißt auch nicht zu Unrecht so, wir werden noch über einen weiteren stolpern später, aber ja, das ist so ein Teil des Niedergangs. Also alles, was Hochelf in der eigentlichen Form war, reibt sich entweder langsam auf als einzelne Kämpfer, wandelt sich zu den heute bekannten Elfenformen oder entträumt sich in die Lichtwelt. Die Sehnenden. Ich habe erst gedacht, dass es die Sehenden sind, aber sie sehnen sich ja nun, sie sehen nicht.
Oder vielleicht sehen sie dann auch. Es dürfen auch blinde Elfen bei sein, der sehen. Ja. Gut, dann kommen wir zu einem interessanteren Volk, zu den Zwergen. wir haben hier die Zwerge aus Kurobans Sippe, die nach ihrem Aufzug aus Xorlosh in den Trollzacken eine neue Heimat gefunden haben und dort auch in einer freundlichen Eintracht mit den Trollen leben. Und ja, nachdem Kalman unvermählt und verbittert gestorben ist, folgt ihm sein Neffe Gramai, Sohn des Kamaron, als neuer Bergkönig. Und ja, er hat eine tiefe Freundschaft mit Strock, dem Weisesten unter den Trollen. Jedoch 2052 entbrennt ein heftiger Streit zwischen den Zwergen und den Trollen. Ja gut, die Ursache ist leider längst vergessen, aber angeblich irgendwas mit Neid und Habgier soll das zu tun haben. Also ich schätze mal, dass die Trolle neidisch und Habgier waren. Stimmt. Ja. Das Ergebnis ist aber, dass die Zwerge die Stollen verlassen und weiter nach Osten ziehen und dort in den unbewohnten Beilunkern bergen. 2048 die Hallen von Lorgolosh und ab 2021 die prächtige Stadt Shator gründen. Und da die Zwerge dort, ja, unter dem Berg tief zahlreiche Edelsteine finden, sind diese Zwerge nun fortan als Brillantzwerge bekannt oder wurden benannt. Ein weiterer Beweis, wie episch sie ihren Namen geben können und welche Kreativität darin liegt. Ja, korrekt. Gut, dann kommen wir doch mal zu einer Persona non grata. Eine Dame Pardona. Die ist ja während des Kampfes. Was ist denn mit ihr genau passiert? Sie ist ja nicht mehr hier, sie ist ja woanders. Kann das da jemand zusammenfassen? Es ist ja schon vor längerer Zeit passiert. Ne? Ich weiß gar nicht genau wann. Also ich glaube 1000 Jahre mindestens ist ihr ein kleiner, unbedeutender Beführungsfehler unterlaufen, weswegen sie von in die Niederhöllen verschleppt wurde und in der siebten Sphäre gefangen gehalten wurde. Und der Namenlose war halt ein bisschen abgelenkt in der letzten Zeit, sicherlich auch durch Pyrdakor, und erfährt also erst jetzt im Karma Corteon davon, dass Pardona gar nicht tot ist, sondern eben in den Niederhöllen schmort. Und ist ein sehr nützliches Werkzeug für ihn. Also sendet er den Maruk Metai, einen treuen Diener, einen mächtigen Dämon, dem man heute noch ab und zu über den Weg laufen sollte, das nicht so oft machen sollte, glaube ich, denn das endet in der Regel nicht gut, um sie aus der siebten Sphäre zu befreien. Wie er das schafft, welche Qualen Pardona in 1000 Jahren siebter Sphäre erleiden muss, werden wir nie erfahren. Aber es gelingt Maruk Metai, sie zurückzubringen, und der Namenlose kann all ihre seelischen Schmerzen, ihren Wahn heilen, also in seiner Welt heilen, also ist dann für Normal-Aventurische immer noch wahnsinnig, und macht sie zu einer höchsten Legatin, zur Zunge des Namenlosen. Das auch nochmal so als, wir wissen ja, dass der Namenlose Körperteile opfert, und deswegen spricht man bei seinen Dienern, man hat die Augen des Namenlosen und die Zunge des Namenlosen ist halt seine größte Sprecherin. Pardona ist geübt da drinnen, entweder für Pyrdakor zu intrigieren oder gegen Elfen vorzugehen. Beide haben nicht mehr so die große Kultur derzeit. Also fängt sie an, durch die Kontinente zu streifen und gucken, wo sie die Lehre ihres Herrn verbreiten kann und Gift in die Seelen und Herzen der Menschen träufeln kann. Oder der anderen Kreaturen, nicht nur Menschen, der Erfenden. Ja. Und ja, damit ist sie auch eine der ersten großen Schurken des Schwarzen Auges, würde ich sagen, die über Jahrzehnte DSA-Geschichte immer wieder auftaucht. Also die Spieler können auf ihre Spuren stoßen, die Helden-Spieler auch. Und können ihr teilweise auch selbst begegnen, aber wir lernen hier jetzt, erfahren von der Rückkehr einer der großen Schurken, die bis in die Gegenwart hinein immer wieder mal ihre Auftritte hat in Aventurien. Gut, und dann nähern wir uns dem Ende des Karmakateon zu. Und zwar am Ende passiert ja das, was wir wissen, und zwar Dülerücken im Himmel, sag ich mal. Wir haben also Praios als obersten Richter. Hesinde ist seine
Beraterin und Herrscherin über die Magie. Fexam war denn Götterbote, Firun als Herr über das Eis und Zahl als Lebensspenderin. So, was ist denn noch passiert? Ich glaube, Semia war ja da bis jetzt als Göttin. Was ist mit ihr passiert? Genau, sie verliert beim großen Stühlerücken in Alvaran ihren Platz. Wir kommen jetzt tatsächlich an den Punkt, dass die Plätze so neu verteilt werden, dass die 12 Götter, die wir als die 12 Götter kennen, eben tatsächlich an ihre angestammten Plätze gelangen. Das heißt, die Götter, die im 10. Zeitalter dort noch waren und ihren Platz verlieren, die werden in der offiziellen Interpretation und Geschichtsschreibung der 12 göttlichen Kirchen entweder zu Halbgöttern oder Nebengöttern oder sogar eben, wenn es Götter sind, die bei den Orks etwa Verehrung finden, zu klar erklärten Gegenspielern. Das betrifft den Brazorak als auch Tairach. Und bei Nurti ist es so ein bisschen dazwischen. Die ist gehört nicht zu den Bösen in der 12 göttlichen Überlieferung, ist aber eben nicht mehr die Göttin des Lebens, sondern ist, oder ist sie immer noch, aber sie hat deutlich weniger Bedeutung und ist eben, nur noch eine Randfigur, sage ich mal, in der, zumindest im 11. Zeitalter dann, wenn eben die Menschen zunehmend das bestimmende Volk auf dem aventurischen Kontinent werden. Und wie geht's noch weiter, Raphael? Ja, viel weiter ist, also David hat es eigentlich schon im Wesentlichen gesagt, wir finden die 12 Götter wieder. Spannend eher aus meiner Sicht nochmal, sich zu verdeutlichen, wer denn in Anführungszeichen gerade eben erst raus ist. Ne? Also mit Simia und Noti haben wir zwei Götter, die aus dem, heute dem elfischen Pantheon zugeordnet werden. Brazorak und Tairach müssen auch aus Alvaran raus, also die dem orkischen Pantheon zugeordnet werden. Und Travia, Rondra und Raya werden neu eingesetzt. Es gibt ein bisschen Hin- und Hergeschiebe. Effert hat jetzt neben Wasser auch noch Luft dazu bekommen. Ingerim ist dabei, der Erz und Feuer beherrschen soll. Aber also eigentlich im Wesentlichen das, was wir heute kennen. Und spannend ist in Anführungszeichen zwei Elfen und zwei Orks verlieren, also in dem, wie man sie heute zusortiert. Und jetzt sind wir bei den Ahren 12, je nachdem, wie man glaubt, angekommen, am Ende des 11. Zeitalters, natürlich am Ende des 10. Zeitalters, im 11. Zeitalter jetzt. Und dann wird es ja eher spannend, was passiert denn eigentlich nach dem nächsten Zeitalter? Ne? Denn bis hierhin kennen wir es ja jetzt. Ja, das finde ich wirklich eine interessante Frage, weil es heißt ja irgendwie, das 12. Zeitalter ist schon angebrochen oder auch nicht. So oder so haben wir jetzt noch so knapp 4000 Jahre noch vor uns, wo aber sehr viel passiert, weil wir jetzt die Menschen Zeitschreibung und Geschichtsschreibung auch haben. Ne? Und ich finde es interessant, der Historia, ist die erste Frage praktisch, der erste Absatz beim 11. Zeitalter, wessen Zeitalter? Also die Frage danach. Aber das werden wir das nächste Mal genauer besprechen. Wir haben also die 12 Götter und da bin ich mal gespannt, weil jetzt kommen wir ja bald mal so Richtung Bosporan. Was war denn Bosporan? Ich habe mal gehört, weil vor Bosporan, nach Bosporan, das sind große Fragen, die sich jetzt dann klären lassen. Aber auch dazu vielleicht nicht zu viel spoilern, aber die 500 Jahre, die das noch dauern wird, bis Bosporan kommt, werden wir wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell schaffen jetzt. Aber ja, wir fangen erstmal etwas weiter östlich an. Und auch die Chemie kehren zurück. Das zweite Chemiereich wird bald entstehen. Ja, Geschichte wiederholt sich immer so ein bisschen, ne? Gut, haben wir denn noch etwas vergessen aus dem 10. Zeitalter? Möchtet ihr dazu noch irgendwas sagen oder haben wir es damit erst einmal? Ich denke, jetzt können wir in das quasi viel uns lange begleitete Zeitalter begeben und werden immer, also jetzt deutlich kleinteiliger, denn die Jahrhundertesprünge kommen jetzt nicht mehr so schnell. Dafür, glaube ich, noch mehr Wiedererkennungswert im Vergleich zu den letzten Runden. Ja, Ja, und das ist wirklich, das 10. Zeitalter bildet so ein bisschen einen Übergang insofern, dass wirklich vieles, was im 10. Zeitalter geschehen ist,
eher so legendenhaft oder in Märchenform überliefert ist und eben im 11. Zeitalter wir jetzt wirklich zu den Ereignissen kommen, die sehr genau beschrieben sind, weil sie wirklich in Form von Geschichtsschreibungen überliefert sind und einfach auch sehr genau festgelegt sind in der Welt der DSA-Publikationen, sodass wir von diesem Legendenhaften jetzt mehr so zu dem Historischen kommen, bis wir dann ganz am Ende in der Gegenwart sind. Gut, dann freue ich mich drauf auf die Zeit. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt, gerne könnt ihr uns da Fragen stellen oder Hinweise geben, wenn, falls wir irgendwas vergessen haben. Ich danke euch beiden schon mal für die Zeit und die Expertise mal wieder. Grüße gehen an Christina raus, dass sie das nächste Mal wieder dabei ist. Wir haben auch noch ein neues Mini-Format vorbereitet, das dann das nächste Mal sozusagen das erste Mal vorgestellt wird. Freut euch da drauf. Die beiden wissen auch noch nicht so viel darüber. Oder ich glaube gar nichts, außer dass es kommt. Könnt unsere Gesichter jetzt nicht sehen. Ich bin sehr gespannt. Es ist nichts Schlimmes. Also wahrscheinlich. Gut, dann danken wir für eure Aufmerksamkeit. Gerne schreibt uns, wünscht uns Patreon, Steady etc. Ihr kennt das. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, macht's gut. Viele Grüße auch von mir. Ciao.